Hallo liebe Gragonenten und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Imagine. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen für gestern, für die kurze Folge, aber ich habe es auch schon in einen Kommentar geantwortet. Ich habe mir gedacht, ich bringe lieber eine kurze Folge raus, anstatt das Video ausfallen zu lassen. So hattet ihr wenigstens was zu sehen und heute gibt es ja dafür dann eine Entschädigung. Für alle die, die es interessiert, auf meinem Kanal einfach mal vorbeischauen. Da ist nämlich heute ein zweites Video für euch verfügbar. So als kleine Entschädigung. Und wir kümmern uns heute hier um diesen Platz. Und da habe ich ja schon angekündigt, dort werden wir uns etwas um eine Mühle kümmern. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir das Ganze ordentlich verpacken können. So, ganz so viel Platz haben wir nicht, aber es sollte ja trotzdem reichen. Erstmal gucken. Wir machen erstmal hier die Seite. So, damit ich weiß ungefähr, wo der Eingang ist. Ja, und heute geht es auf jeden Fall schon etwas auch besser mit meiner Hand. Gestern war halt echt nicht mehr möglich gewesen. Das tut mir wie gesagt leid, aber war nicht zu ändern. Ich musste mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, meinen Finger ein bisschen zu bewegen und zu belasten. Nach der langen Zeit mit der Schiene. Entschuldigung, hab gerade sowas wie einen Frosch im Hals. Ich muss mal kurz husten. So, wir können das eigentlich noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. So, und dann schauen wir mal, dass wir heute eine ordentliche Mühle hinbekommen. Und dann mal schauen, ob wir vielleicht am Wochenende mal wieder einen kleinen Stream dann dazu starten. Dass wir jede Woche so einen kleinen Stream machen. Das wäre ja mal wieder eine wundervolle Maßnahme. Denn beim letzten Mal, wenn ihr den Stream gesehen habt, habt ihr ja gesehen, ist eine Menge passiert. Für alle die, die sich 3 Stunden nicht angucken möchten, weil es halt echt zu lang ist, vielleicht für euch. Der David hat hier dieses wundervolle Freudenhaus fertig gebaut. So sieht das Ganze aus, zur feuchten Spalte. Ich gehe da mal kurz rein. So sieht das von unten aus und oben sind halt ein paar Zimmer. Und dann habe ich mit dem Max, der uns dann auch noch geholfen hat, dieses Kontor gebaut, diesen Kontor. Er hat sich da noch ein bisschen hier am Pier ausgelassen, hat hier schon ein paar Sachen hingestellt, Kisten, hier einen Karren. Wir haben hier dieses wundervolle Zugtor gebaut, was richtig edel aussieht, muss man ja mal sagen. Oh, da ist noch einen Knopf verkehrt gebaut, also auf jeden Fall der Kontor hier mit dieser Rampe bzw. mit diesem Zug. Von innen ist das alles noch leer, das muss noch eingerichtet werden. Ich habe hier oben den Weg gebaut, der dann hier unten in das Lager führt. Das wird dann noch irgendwann natürlich befüllt werden. Und David hat sich dann hinten an das Försterhaus gemacht, was hier liegt. Ist auch schon eingerichtet. So sieht das Ganze aus. Und Max hatte noch hier hinten einen Steinbruch für uns gebaut. Der sieht ja auch richtig schön aus. Und ich hatte mich halt um die Wohnhäuser gekümmert. Und das hier alles ein bisschen begradigt. Hier die Wall sozusagen hier den Berg ein bisschen abgetragen. Und das war so. 3 Stunden. Schnell mal gezeigt. Aber so viel war ja jetzt ja nicht gewesen, aber es reicht auf jeden Fall. Wir haben eine Menge geschafft, war auch ein sehr haltsamer Stream gewesen. Und ja, mal gucken, ob wir da dann diese Woche anknüpfen können. Und wir schauen erstmal, dass wir heute vielleicht etwas Gutes zustande bekommen. Und vor allem dass ich heute mal wieder etwas kreativer bin und vielleicht auch mal was
ordentliches Geschissen bekomme. So. Das Ganze machen wir jetzt erstmal so. Und von innen. Ja, vielleicht machen wir das dann innen dann wieder mit Brettern. So. Ja, und wie ist es euch sonst so ergangen? Hattet ihr einen schönen Tag gehabt? Ich hoffe es doch. Meiner war bisher ganz angenehm. Hab noch nicht viel gemacht heute. Deswegen ist er ja auch sehr angenehm. Werde heute vielleicht mal zum Fußball gucken. Ein bisschen Lauftraining machen, dass ich was für meine Fitness tue wieder. Weil die Saison geht ja bald los. Da will ich natürlich bereit sein. Und ja, schaut auf jeden Fall das zweite Video euch an und ich werde dann sehen, ob euch das gefällt, das Ganze, was ich da als Projekt hochgeladen habe. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil, wie gesagt, ist einiges an Arbeit gewesen, das Ganze aufzunehmen. Ist ja klar, Let's Plays sind immer Arbeit, mit Arbeit verbunden. Aber dieses Projekt macht mir sehr viel Spaß zurzeit. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass euch das Ganze auch gefallen wird. Aber das werde ich da dann sehen anhand eurer Aufrufzahlen. Ja, und ich kümmere mich hier gerade ein bisschen um die Dekoration beziehungsweise den Bau des der Mühle, weil hier ist unser kleiner Farmer. Ich bin der Farmer, der hier sein Reich hat und für uns sozusagen das Essen bereitstellt. So, das ist richtig. Und ich habe heute mal einfach mir gedacht, ich lasse mal die Minecraft-Musik wieder ein bisschen laufen, mal ein bisschen musikalische Untermauerung, auch wenn es die Minecraft-Musik ist, aber gegen die kann man ja einfach nichts sagen, weil die ist schön. Die ist schön. Die ist so schön. Und ja, das geht doch schon mal fürs Erste. Ich glaube, da kann ich das doch dann so lassen. Ah, jetzt muss ich den natürlich wieder neu setzen. Hier dran. Weil hier oben kommt ja dann noch ein Zaun drauf. Mal gucken, machen wir den aus Eisen? Ja, mal gucken. Ah, okay, da bin ich eine Riege zu hoch oder zu niedrig. Das ist natürlich doof. Aber wenn ich das da mache, dann sieht das hier doof aus, nehme ich. Ah, dann bauen wir das halt noch eine Riege höher. Und am Wochenende schauen wir dann halt weiter. Mal gucken, ob ich den David und den Max wieder für meine Gunst gewinnen kann. Ich denke mal, wenn ich da mal lieb nachfrage, dann sollte das doch alles kein Thema sein. Suche immer fleißige Bauarbeiter. So. Bisschen Problem habe ich noch mit meinen Fingern, muss ich ehrlich sagen. Ab und zu schmerzt es noch. Aber es ist jetzt halt dadurch, dass ich ihn viel bewege und er auch noch nicht hundertprozentig verwachsen ist. Eine ganz kleine Stelle ist noch offen. Also nicht ganz verwachsen. Und der tut ja halt schon mal weh. Aber na gut, ich bin ja keine Pussy. Kein Pussycat Doll. So, wir schauen mal. Vielleicht können wir das Ganze ja mal ein bisschen noch abrunden. Beziehungsweise noch so machen. So. Jawohl, da haben wir das dann schon mal so. Ja, da können wir das dann nur unten wegmachen. Ein bisschen Struktur hier reinbringen in die ganze Sache. Auch wenn jetzt eine Mühle nicht unbedingt der Ort ist, der die meiste Struktur braucht, aber
Dann sieht das wieder alles so aus. So eckig. Das wollen wir ja nicht. Nee, das passt nicht. Ich könnte hier noch was machen, aber das kann ich ja später noch tun. Denn jetzt müssen wir erstmal um uns weiter hier oben um diesen Bereich kümmern. Das Ganze wieder mit Steinfundament. Dann bauen wir das mal fertig. Meine Stimme ist heute irgendwie weg. Schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder krank werde. Oder ans Licht, aber ich habe heute nicht hundertprozentig meine Stimmkraft. Meine Stimmgewalt. Ich bin alt. Die Stimmgewalt ist weg. So, und das Ganze mal versuchen. Mit weiß gefärbtem Ton vielleicht. Und einem dunklen Holz. So könnten wir das bauen. Da hätten wir hier zwei. Ja. Das ziehen wir jetzt erstmal hoch. Schau mal, was draus wird. Wie das Ganze denn aussieht, wenn das fertig ist. Ich wollte mal eine andere Mühle. Ich baue ja immer eigentlich sonst meine Standardmühle. Aber hier für dieses Projekt mal einfach mal was Neues probieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen was anderes bauen. Ich kann nicht immer nur das Gleiche bauen. Was dann auch scheiße aussieht wahrscheinlich. So baue ich was Neues, was scheiße aussieht, aber nie. So. Dann machen wir mal das fertig. Vielleicht dazwischen noch wieder mit Fichtenholz ein bisschen arbeiten. Hier so in diesem Bereich. Dass wir einfach mal hier noch eine Linie dazwischen hauen, die ein bisschen auch wieder Struktur und Variation hineinbringt. Oh, Variation. Der junge Herr. So, jetzt geht es hier oben darum, ich denke mal, das ist auch eine ordentliche Höhe. Sollte doch passen. Das bauen wir jetzt erstmal zu. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir den Aufsatz bauen. Beziehungsweise, eigentlich darf das nicht zugebaut werden, wenn wir es realistisch bauen wollen. Ich ziehe jetzt erstmal das hier hoch. Und jetzt bauen wir das Ganze hier erstmal aus Stein vielleicht. Ja, anders kann man die Maschinerie vielleicht nicht darstellen. Vorne auf jeden Fall. Nach wo geht die Mühle? Ich denke mal, wenn wir sie nach hier bauen. Dann sollte das passen. Ein Eisenblock. Den Stein werde ich dann vielleicht nochmal ersetzen gegen Holz. Gegen Balken, obwohl ich weiß jetzt nicht, was realistischer ist, ob Balken oder. Wie heißt normales Holz? Vielleicht können wir das Ganze ja mal so umrahmen. Ich meine, es kann sich ja trotzdem noch drehen. Sage ich jetzt mal, der Block da drinne ist, ich kann ja nichts Rundes bauen leider. Aber das sollte auch funktionieren. Wir lassen das erstmal so und kümmern uns um die Mühle. Und zwar geht das hier zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann das Ganze nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nach unten das Ganze auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und zur Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Wolle dran. Ein bisschen weiße Wolle. Das funktioniert immer gut. Wir lassen hier mal einen Platz frei. Da haben wir noch einen dran. 7 haben wir da jetzt. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 nach dem ersten frei. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann das Ganze hier wieder festmachen. Ich könnte jetzt ja gleich mal das verschieben, weil sonst switche ich die ganze Zeit nur sinnlos durch meine Inventar unten. Also geht das ja schon viel einfacher. Ist jetzt ja, soll jetzt ja nur eine kleine Mühle werden. Muss jetzt ja nicht die schönste und übertriebenste Mühle aller Zeiten werden. Das Ganze vielleicht noch so. Ja, damit kriegt das Ganze noch mal, obwohl wir haben es genau in die andere Richtung gemacht. Wir haben es hier vorne weg und 1, 2, 3, 4. Das soll ja passen. Das funktioniert schon mal gut, auch wenn das hier, wie gesagt, mich noch überhaupt nicht zufrieden stellt. Vielleicht können wir das ja auch wieder so lösen. Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Pflastersteintreppen und Pflasterstein. Und das Ganze jetzt mal hier vorne noch etwas eindämmen. So. So. Upsa. Das Ganze hier noch mal festmachen. Ah, das sieht nicht gut aus. So. So. Aber da haben wir es irgendwie so gelöst. Da muss ich mir mal noch einen Gedanken machen, wie ich das Ganze löse. Und wieder den Zaun. Und weiße Wolle. Denn hier hinten muss ja auch sowas wie ein Segel dran, so ein Seitensegel. Und das Ganze so. Und das Segel kann ruhig hochgemacht werden. Na komm. So. Da ist das seitliche Segel, damit die Mühle auch drehen kann, je nachdem von wo dann der Wind kommt. Obwohl ich glaube, oben brauche ich das nicht festzumachen. Genauso wie ich es hier wahrscheinlich nicht festmachen brauche. Ja, so sieht das besser aus. Und hier vielleicht das Ganze durch einen
Stamm ersetzen. Und das hier muss ich noch mal echt überarbeiten. Das gefällt mir noch überhaupt nicht, was ich da zusammen fabriziert habe. Vielleicht das Ganze doch mit Holz ummanteln. So. Das Ganze nochmal löschen. Wir brauchen jetzt Fichtenholztreppe und Fichtenholz das. So. Genau. Jetzt mal schauen, hier noch mal das Ganze dran. So. Es sieht halt ein bisschen doof aus, weil das so weit nach hinten versetzt. Ah, ich habe das auch mal verkehrt drauf gebaut. Ach, das sieht. Das sieht auch richtig kacke aus, was ich hier gerade baue. Wie machen wir das Ganze? Das Ganze erstmal wieder abreißen. So, das kommt hier oben raus. Mal überlegen. Mal mir vielleicht eine Inspiration nehmen von anderen Erbauern. Okay, die haben das Ganze so gelöscht. Ja, na gut. Das kann ich nicht machen. Mit dem Holz war schon an sich nicht schlecht. Ja, damit das nicht verbindet. Das ist ja schon mal gut. Hier geht der Turm nach oben weiter. Und da ist dann sozusagen unser Windsegel dran. Vielleicht können wir das ja auch gleich komplett mit Stein machen. Wir brauchen Wolle. Sieht aber nicht gut aus mit Stein. Es sieht einfach nicht gut aus mit Stein. Das Ganze also wieder weg. Und durch Holz ersetzen. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Es sieht scheiße aus. Könnt ihr mir gerne sagen. Ich bin gerade überfragt, wie ich dieses Problem lösen soll. Rein theoretisch müsste das irgendwo hier hinten dran. Ich weiß nicht, inwiefern das dann scheiße aussieht. Das werden wir ja gleich sehen. Wir machen das hier nochmal weg. So. Und jetzt müsste das hier hinten dran
Oder ich mache das. Entweder ich lasse es jetzt hier dran hängen. Was ich jetzt sage. So. So. Und so. Und dann geht das Ganze einfach hier runter. Und hier oben nochmal lang. Ja, doch, ich finde, das sollte gehen. Jetzt müssen wir vielleicht nur mal hier vorne noch den Kasten vielleicht doch ein bisschen weiter ziehen. Huch, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, sag ich dir. So. Hier auch noch sowas hin, so als kleinen Halterung. Das sieht noch nicht gut aus. Hier noch ein dran. So, und das sollte dann passen. Kann man auf jeden Fall so anbieten, denke ich mal. Also ich habe schon hässlicheres gebaut. Ich habe schon Sachen gebaut, die schlimmer aussahen. So, das machen wir dann. Vielleicht noch mal so rum. Ah ne, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Aber ich könnte. Obwohl, nee. Das. Wir lassen es so, wie es war. Und vielleicht noch. Sowas. Oh, jetzt haben wir den wichtigsten Block aller Zeiten abgebaut. Zack, zack, zack. Zack. Hier nochmal das weg. Und das weg. Auch wenn das jetzt offen ist, dann bauen wir das jetzt eben so zu. Ja doch, ich denke mal, das kann man so anbieten. Dann kommt man hier unten rein und dann muss man nur noch irgendwo nach oben kommen. Und uns hier dann später um den Mahlstein kümmern. Da hatte ich auch schon, glaube ich, mal eine gute Idee gehabt. Da muss ich jetzt aber mal schauen, wie wir da umgesetzt hatten. Ich hatte das irgendwie mit Treppen gelöst. Muss ich mal gucken, weil das soll ja dann der Mahlstein später sein, wo dann hier der Weizen. Der Weizen wird hier gemacht. Das Weizen gehortet wird. Beziehungsweise der Weizen verarbeitet wird. Und vielleicht bauen wir noch ein kleines Lager, braucht er ja sowieso. Beziehungsweise ich habe mir eigentlich gedacht, ich wollte dann von hier gleich einen Tunnel bauen zu dem Gesamtlager, dass hier dieser Mensch gleich komplett durchlaufen kann, von seinem Haus in das Lager, vom Lager wieder ins Haus. Vielleicht können wir hier an die Seite noch so einen kleinen Schuppen dran bauen. Mal gucken.
Makuhu Matata. So, genau, hier ist der Mahlstein. Hier bauen wir jetzt erstmal eine Tür rein. Ruhig so eine. Und hier oben müssen wir noch ein bisschen was tun. Dann nehmen wir ruhig mal Holzschalter. Die verteilen wir jetzt hier erstmal ein bisschen herum, um das Ganze zu verzieren. Nee, das sieht doof aus. Auch komplett so lassen will ich es eigentlich auch nicht, weil das sieht auch doof aus. Gut, ich hab's. Da muss ich mal noch gucken, wie ich die Tür. Ordentlich unterbringe. Schwerwiegende Fragen heute. Zum Dienstag. Ich brauche dich. Du kommst noch mal weg. Du wirst noch mal versetzt. Du warst ein bisschen hoch angesiedelt. Wenn man mal ehrlich ist, dann mache ich das jetzt nämlich so, dass dieser Streifen erstmal schon über der Tür kommt. Hier, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Und das Ganze hier nochmal. Oder machst du ein Zör? Zwei, drei. Dass hier oben dann auch wieder zwei sind. Das sollte ja passen. Und hier dazwischen dann die Buttons anbringen. Ein Button. Push the button, push the button. Drück auf den Knopf. So. Ja doch. Ist okay. Und jetzt hier halt noch ein bisschen Variation reinbringen. Erstmal die Hälften noch erhöhen um 1. Das macht das Ganze schon mal etwas anders. Ja. So noch. So noch. Ich hoffe, es war jetzt richtig, dass ich die komplette Seite gemacht habe. Ja. Ja doch, das kann man so anbieten, denke ich mal. Als kleines Häuschen vom Bauern. So, den Weg hatte ich jetzt erstmal mit Kies deklariert. Da werden wir das Ganze jetzt erstmal verbinden. Und dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Reicht ja dann. So, dass man von hier gleich hier lang kommt, vielleicht das noch mal ersetzen. So, und hier müssen wir dann später das Ganze auch noch mal ersetzen, weil ich habe das jetzt ja in der obersten Front so gemacht. Und dann wird hier natürlich auch der Zaun rumgebaut. Das können wir dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen.
Genauso wie wir dann hier das Feld bestücken werden und dann den Weg von dem Lager bis hierher machen. Und hier wird dann etwas angepflanzt. So sieht das Ganze jetzt von vorne aus. Die gute Mühle. Ich hätte das vielleicht noch eins vorziehen. Und hier auch ein Button drauf. Oder vielleicht den Holzbutton drauf. So, und so sieht die Mühle jetzt von vorne aus. Ich denke mal, ist ganz annehmbar, reicht ja für unsere Zwecke, wie gesagt. Soll ja nichts Großartiges werden. So als kleines, süßes Mühlchen ist das in Ordnung. Und damit würde ich sagen, war es das für heute. Und wir sehen uns dann morgen zur gewohnter Zeit. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.